Ja, hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch kurz zeigen, wie wir den VPN-Client in Opera, in dem Browser hier von Opera, aktivieren. Ja, Opera hat seit Version 40, glaube ich, war das released, einen wirklich kostenlosen VPN-Client, den ich eigentlich super gut finde. Und zwar, wir haben hier einmal die Möglichkeit, wenn wir ein neues privates Fenster öffnen, da haben wir hier direkt das VPN-Zeichen hier, Icon, ja, und ist standardmäßig natürlich ausgeschaltet, deaktiviert. Wir können das hier direkt aktivieren, ja, und schon haben wir eine andere IP-Adresse. Die Einstellung hier gilt allerdings nur für den einen Session hier. Sobald wir den Browser schließen, dann ist die Einstellung auch weg. Wenn wir das dauerhaft sozusagen aktivieren möchten, dann ja, öffnen wir unseren Browser hier, also den Opera, ganz normal. Und hier haben wir Obermenü, Einstellungen, zack. Datenschutz und Sicherheit, hier den Abschnitt VPN. Und hier setzen wir einfach den Häkchen hier, VPN aktivieren. Und schon haben wir jetzt hier auch den Icon hier, das Zeichen, ja. Jetzt ist es blau, jetzt ist es aktiviert. Wir können auch direkt hier rüber aus deaktivieren, ja. Sehr einfach wirklich und wirklich sehr nützlich. Ich schließe einmal den Browser und starte nochmal neu. Genau, jetzt haben wir hier, der bleibt hier, der Icon hier, und wir können dann eben hier rüber aktivieren, deaktivieren. Hier haben wir, wenn das aktiviert ist, haben wir die Möglichkeit, hier einen Server hier auszuwählen. Ja, Kanada, USA, Deutschland, Niederlande, Singapur haben wir jetzt hier zur Auswahl, oder hier optimaler Standort, da wird automatisch irgendwas ausgewählt. Und schon, ja, können wir unsere IP-Adresse verschleiern, ja, warum auch immer wir das machen wollen. Oder aber was ja sehr nützlich ist, natürlich diese Funktion hier, wenn wir oft in oder überhaupt in öffentlichen Netzwerken unterwegs sind, das ist natürlich sehr zu empfehlen, hier eine VPN zu nutzen. Ja, da wird die Verbindung ein bisschen verschlüsselt. Oder vielleicht möchten wir einfach, wir können jetzt einfach mal testen mit Show My IP, meinetwegen hier. Unsere IP-Adresse überprüfen. Ja, was auch ganz gut funktioniert ist, wenn wir zum Beispiel Dienste oder Inhalte, die in Deutschland gesperrt sind, freischalten wollen, ja, und darauf zugreifen möchten. Wir können direkt ein Beispiel, ich guck mal jetzt, was habe ich jetzt hier, das ist jetzt, also in der Regel ist das jetzt, also die Geschwindigkeit ist normalerweise ganz gut. Hier, wir gucken mal, was bin ich, achso, okay, gut. Ich nehme jetzt mal Deutschland hier einfach und einmal refreshen vielleicht. Und schon sehen wir, das wird nichts sehen. Ich mache mal einfach Google hier My IP. Was ist meine IP? Genau, und Schock. Genau, ja, ich sehe hier meine IP, ISP, Stadt New York und so weiter. Ja, das ist jetzt eine, ist nicht meine wirkliche, meine richtige IP-Adresse hier. Wir können das einfach mal testen. Das war jetzt aber Deutschland hier. Ich mache mal einfach nochmal Refresh. Die hat ja Frankfurt Main, genau. Das war jetzt noch von dem alten Server hier. Ich gehe mal Kanada zum Beispiel und einmal ja refreshen hier. Und schon bin ich in Toronto, ja. Genau. Wir können auch direkt ein Beispiel vielleicht, wenn wir beispielsweise YouTubes Video schauen möchten, die in Deutschland gesperrt sind. Ja, ich habe jetzt hier was ausgesucht. Ich habe mir den URL hier kopiert. Ich, upsala, gehe mal direkt ein hier. Ich bin jetzt, okay, ich bin jetzt in, also Kanada, ja, er denkt, ich bin jetzt Kanada, da, aber wir sehen hier, das Video ist gesperrt, auch in Kanada.
Und jetzt, gut. So, nochmal. Jetzt hier versehentlich weggeklickt. In Deutschland ist das auch gesperrt. Ja, zack. Ich habe jetzt einen deutschen Server hier ausgewählt. Das ist die IP. Und einmal aktualisieren hier. Und wir sehen hier, der betreffende Nutzer hat das Video in deinem Land nicht zur Verfügung gestellt. Okay. Das ist ein bisschen gemein, aber das ist kein Problem, denn wir wählen uns jetzt hier rüber einen Server, und zwar einen amerikanischen Server, ja, Vereinigten Staaten. Zack, und wenn wir jetzt aktualisieren, schon können wir uns das Video hier anschauen, ja. Das ist super und wirklich die Geschwindigkeit ist sehr gut und ist kostenlos hier. Ich schließe das jetzt mal, ich weiß es nicht, damit es keinen Ärger gibt. Ja, also das ist wirklich eine super, super Tool hier, was kostenlos ist. Also ein VPN-Client, Traffic ist unbegrenzt und die Geschwindigkeit ist, wie gesagt, auch ganz, ganz gut. Genau, das war's auch schon alles. Ja, ich dachte, vielleicht kennt nicht jeder diese Funktion, die sehr nützlich ist. Deswegen wollte ich das euch auch noch mal zeigen hier. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen unter dem Video. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen weitergeholfen habe. Und bis zum nächsten Mal.